was bisher geschah. Theo wird von der Armee der unglaublich dummen Fragen angegriffen. Kann er sich gegen diese beweisen? Oh Gott, ihr seid viel zu mächtig. Ja, das sind wir. Gut, da bekommt ihr eure Antworten, aber einer nach dem anderen bitte. Überaus königlich von dir. Oh Mann, ich und meine vollkommen durchgeknallten Intros. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Willkommen zu Talk and Comments. Das Format, bei dem ich Twitter-Fragen beantworte. Habt ihr Bock? Also ich schon. Leck mich doch am Arsch. Bevor das Video losgeht, ein Riesenlob an euch und eure Unterstützung zurzeit. Der Zuwachs ist momentan echt der Wahnsinn. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, deswegen ist es super schön, wenn so ein Feedback zurückkommt. Okay, dann bekommst du ab jetzt ein Dislike. Hä? Warum? Meine Fresse! Ja, was ist das? 12 Fragen, die es zu beantworten gilt? Na gut, dann machen wir das. Also ballert mal ruhig eure Fragen her von Tveteron. Was passiert, wenn du Lisas und Lenas neuen Song hörst? Was soll schon passieren? Es ist halt ein 0815 Teenie-Song. Oh mein Gott, was ist denn mit Zeo passiert? Irgendein Song muss sein Gehirn halt weggebumst haben. Dieser Song ist eine Gefahr. Der muss gestoppt werden, der muss weg. Ruf die Feuerwehr. Oder wir warten einfach 2 Wochen, dann juckt's eh keine Sau mehr. Also so schlimm finde ich den Song jetzt wirklich nicht, also kommt mal runter, Leute. Kannst du dich in so einen Goku verwandeln? Mach dich nicht lächerlich. Immer diese Fragen, die darauf abziehen, dass ich irgendwas an meiner Gestalt ändere. Immerhin arbeiten wir hier zusammen. Lasst uns doch mal einen ganz neuen Humor kreieren. Bist du sicher, dass du nicht ApoRed bist? Oh Mann, Leute. Ja! Denkst du, schaffst doch die 300.000 noch bis dieses Jahresende? Oh, das kann aber ziemlich eng werden. Allerdings geht auf Instagram schon der Hashtag 30k vor Zeo rum. Ihr seid ganz schön optimistisch. Aber ich würde sagen, lassen wir uns einfach überraschen. Was passiert, wenn man dir ein Fanart malt? Nun, das kommt ganz auf das Bild an. Zeo, ich hab dir ein Fanart gemalt. Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das soll jetzt keine Anspielung sein. Junge, willst du mich verarschen? Das war nur Spaß, okay? Ich würde niemals meine Zuschauer anschreien, im Gegensatz zu anderen YouTuber. Okay, Leute, ab jetzt geht's! Oh Mann. Kannst du diesen Tweet ausfurzen? Komm lieber zur Facebook-Time. Facebook-Time. So, dann stelle ich mal der Facebook-Community eine Frage. Ja, du hast gesagt, Zeus hier. Willkommen zu Facebook-Time. Mal reinschreiben in die Kommentare. Was war das Verrückteste, was ich je gemacht habe, so auf meinem Kanal? Dann würde ich sagen, sehen wir uns schon übermorgen. Bis dann noch viel Spaß hier auf Facebook und dann bis dann. Ciao, ciao. Ja. Du bist schon ein echter Sunnyboy. Weißt du was, unlustiger Spaß? Ich finde nicht, dass ich ein Sunnyboy bin. Ich habe weder ein Waschbrett braucht, noch bin ich braun gebräunt. Ich denke an meinen Sunnyboy, weil dir die Sonne aus dem Arsch scheint. Findest du das komisch oder was? Nein, das meine ich ernst. Würde ich einen Witz machen, würde ich sowas sagen wie: Schaut mal, wenn das Matt Damon ist, dann ist das hier Hochglanz Damon. So ein Scheiß. Alter, wie alt bist du? 12. Nee, aber als ob ihr bessere Witze machen könnt. Was macht TikTok und wenn's runterfällt, ist die Uhr kaputt? Richtig, ein Bagger. Kannst du mal ein Dance Battle gegen Julian machen? Aber klar doch. Okay, dann bin jetzt ich dran. Loser. Warum meinst du jetzt? Du bist Nahrungsjahr. Und zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Gedicht gefunden. Zeo macht ganz viel Scheiße und er hat eine ganz schöne Meise. Meiner Meinung nach gehört er zu den Besten. Jeder sollte seinen Kanal mal testen. Das war echt wunderschön. Gut, dann teste ich jetzt mal die Diabo-Funktion. Oh nein, bitte nicht. Facebook-Time. Dann schauen wir doch mal, was die Facebook-Community so geantwortet hat. Jetzt wird's hier wirklich erotisch. Die Frage war ja, was war das Verrückteste, was ich je auf meinem Kanal gemacht habe? Mord schreibt, naja, ich würde sagen, den Mülleimer zu bumsen. Ah, so ein geiler Mülleimer. Ja, das war schon sehr verrückt, ne? Fabian schreibt, der Böller im Eimer. Ja, so verrückt war das jetzt nicht. Und Wewe Ottenthal schreibt, der Moment, wo du einen Geldbeutel gespuckt hast und deine Schuhe angezündet hast. Ja, das brennt ganz schön krass. Das war schon ziemlich verrückt, ja, da hast du recht. So, dann hat es Zeo wohl wieder mal geschafft, sich gegen sinnlose Fragen zu verteidigen. Oh Gott, nein, verlasst mich nicht. Wir werden dich nie vergessen, Zeo. Ja, das sagen sie alle. Ihr Tweets seid doch alle gleich. Naja, ihr könnt mir ja neue Fragen stellen, sobald ich wieder einen Aufruf mache. Link zu Twitter findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe vor kurzem eine voll geile Animation von mir gefunden. Müsst ihr mal anschauen, Leute. Hey, Leute, ich bin ein langgezogener Minion. Ich bin da super geschmeichelt von, wenn man sich so viel Mühe macht für mich. Also bitte mal hier oben abchecken. Ist echt, echt cool geworden. Wow. Es gibt noch einen super unnötigen Joke am Ende vom Video. Also dranbleiben, Leute. Willkommen in der Endcard. Hier drüben geht's zum letzten Video. Mal abchecken sofort. Gebt einen Daumen nach oben, würde ich sagen, sieht man sich wieder am Samstag. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, ciao. Take me, take on me, I